Auf der Kinderstation kümmert sich Schwester Amelie und Dr. Magda Kauderbach gleich um eine 7-jährige Schülerin, die für einen Allergietest in die Klinik gekommen ist. Noch ist niemandem klar, dass das Mädchen nur wenig später um sein Leben kämpfen wird. Wir kommen zum Hausarzt, der hat uns eine Überweisung gegeben. Die Leonie, die hat so einen Allergietest gemacht bekommen. Okay. Die hat ganz doll Schnupfen. Hallo Leonie, ich bin Schwester Amelie. Alles okay? Nicht so. Guten Tag, ich bin Dr. Torben. Genau. Der Kinderstation. Das ist unser Dr. Torben, der hilft uns ein bisschen mit. Ja, schön. Genau. Magst du schon einmal die Frau Doktor holen, die ist im Behandlungszimmer? Ja, der Torben ist eigentlich ein kleiner Patient nach Mandel-OP. Er möchte aber später gerne Arzt werden und geht hier auch total in seiner Rolle auf. Das hilft ihm auch bei seiner Genesung. Und bald sollen wir sehr dankbar darüber sein, dass wir Torben hier haben, denn da kam ein echter Notfall auf uns zu. Leonie bist du? Mhm. Und weshalb bist du hier? Es ist ein Verdacht auf eine Kuhmilchallergie. Wenn sie Kakao trinkt oder Milchprodukte isst, dann wird es ihr schlecht. Dann geht es ihr schlecht. Also dann wird ihr übel und sie muss sich auch übergeben. Ja? Sie hat aber auch seit Wochen eigentlich schon den Schnupfen und Kopfschmerzen hat sie jetzt neuerdings auch. Mhm. Und also es geht überhaupt nicht gut. Dann werden wir dich jetzt mal genauer untersuchen. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie eine Ursache für die Beschwerden finden. Ja? Okay. Okay, dann gehen wir mal rüber. Und Dr. Torben, du kannst erst mal wieder auf dein Zimmer gehen. Ne? Wir holen Kollege. Dich dann, wenn wir dich unterstützen uns später wieder. Ne? Bei einer Kuhmilchallergie reagiert das Kind auf das Eiweiß in der Milch allergisch. Das heißt, im Grunde reagiert der Körper auf dieses Eiweiß wie auf einen Krankheitserreger. Und da gibt es eben eine richtig starke Immunreaktion. Prinzipiell kann Schnupfen natürlich schon ein Hinweis auf eine allergische Reaktion sein. Meistens ist es dann aber eher in Richtung Pollen- oder Hausstaubmilbenallergien. Bei einer Kuhmilchallergie sind an sich eher so gastrointestinale Symptome und Hauterscheinungen üblich. Gut, da haben Sie das ja genau aufgeführt. Was isst du denn am liebsten? Kakao magst du am liebsten? Okay, das hat sie auch immer noch bekommen dann. Ne? Und sie haben den Eindruck, danach hat sie dann stärker reagiert, ja? Dass ihr noch mehr übel war, Bauchschmerzen. Genau. So empfinde ich das auch. Ja. Ihr ist schon schlecht wieder? Oh je, das ist ja ganz schlecht. Doch. Ach du je. Ist alles okay? Mhm. Oh Mensch, kommt da noch was, oder? Ach, das ist schon wieder besser. Ich gucke mir jetzt einmal noch mal deinen Bauch kurz an, legst dich noch mal hin. Darf ich Ihnen das Heft gerade noch mal geben? Natürlich. Wir schauen einmal und dann werden wir gleich erstmal, wie besprochen, die Diagnostik durchführen. Aber bei der Untersuchung von dem kleinen Bauch der Schülerin kann Dr. Magda Kauderbach zunächst nichts Auffälliges finden. Auch die Ergebnisse von Pricktest und Blutuntersuchung sind anders als erwartet. Dr. Torben hat sich die Ergebnisse bereits angeschaut. Hallo Leonie, wie geht's dir? Bisschen. Was ist denn da? Okay, was haben wir denn da? Also da ist so ein Pickel. Ein Pickel ist das. Mhm. Mhm. Was meinst du, was das ist? Eine Allergie. Eine Allergie, meinst du? Ja. Gut. Nee, das ist zum Glück keine Allergie. Und zwar ist das unser Kontrollfeld. Wir testen immer verschiedene Allergene durch. Und der Punkt in der 4 ist immer unser Histamin-Kontrollfeld. Das heißt, da ist immer eine Rötung und eine kleine Qualle zu erwarten. Das zeigt uns, dass der Test prinzipiell gut funktioniert hat, dass aber alle anderen Allergene negativ sind. Und in Kombination, ich habe jetzt nämlich auch schon das Labor bekommen, wir haben da ja den Allergie-Antikörper bestimmt im Blut, den IgE-Wert heißt das, der ist negativ, also der ist nicht erhöht. Von daher haben wir da auch keinen Hinweis für eine Allergie. Und nichtsdestotrotz kann natürlich unter Umständen schon eine Nahrungsmittelunverträglichkeit vorliegen. Bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit reagiert der Körper eben nicht allergisch, also nicht immunogen, sondern es ist einfach so, dass bestimmte Bestandteile der Nahrungsmittel eben nicht gut verdaut werden können. Und dann kann es dadurch natürlich zu Blähungen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall kommen. Und wir müssen natürlich auch immer noch mal schauen, woher der Schnupfen kommt. Denn das ist jetzt mit einer Unverträglichkeit jetzt nicht unbedingt zu erklären. Das heißt, müssen wir in die Richtung vielleicht auch schon noch mal schauen, ob da eben Polypen bestehen. Ne? Dass sie da müssten wir unter Umständen dann auch noch mal eine weitere HNO-ärztliche Untersuchung durchführen. Okay. Solange nicht geklärt ist, ob die kleine Patientin eine Lebensmittelunverträglichkeit gegen Kuhmilch hat, muss sie leider auf ihren Kakao verzichten.
Aber auch ohne das Lieblingsgetränk verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. Wie gut, dass Dr. Torben immer in ihrer Nähe ist. Amelie, Amelie, komm schnell. Die Leonie ist umgefallen. Umgefallen? Ja. Oh. Ja, ich bin natürlich sofort hingerannt und habe Leonie dann so vorgefunden. Das ist natürlich im ersten Moment auch ein Schock, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ihr Zustand sich so schnell, so rapide verschlechtern würde. Ja. Oh mein Gott. Kakao liegt hier. Kakao liegt da? Wo kommt der Kakao denn her? Was ist passiert? Also ich habe die Leonie war traurig, weil die keinen Kakao bekommen hat. Ja. Und dann habe ich ihr einen geholt und ich wollte, dass sie nicht noch trauriger wird. Ach, das ist aber lieb von dir. Aber hat sie denn davon getrunken? Nee. Also daran kann es ja dann nicht liegen, wenn sie davon nicht getrunken hat. Eine Bewusstlosigkeit kann viele Ursachen haben. Aber bei der Untersuchung von Pupillen und Bewegungssystem des Mädchens ist die Kinderärztin plötzlich höchst alarmiert. Also ich habe den Verdacht, wir müssen das natürlich jetzt erstmal klären. Also sie ist schon neurologisch, das heißt also vom Nervensystem her etwas auffällig. Ne? Sie hat eine leichte Pupillendifferenz, das kann schon auf Auffälligkeiten im Gehirn hindeuten. Kann bei Hirnblutungen, bei Schwellungen im Gehirn und so weiter, kann, das muss nicht, es kann aber ein Hinweis sein. Außerdem ist sie so von der Neurologie, also von der Kraftminderung, die sich auf der rechten Seite zeigt, schon auch auffällig, dass ich auf jeden Fall jetzt notfallmäßig eine Untersuchung des Kopfes haben möchte. Also wir werden jetzt gleich ein Notfall-CT anmelden, dass wir da ganz schnell einen Termin bekommen. Ich bleib bei dir, okay? Ja, ne, die Mama, darf mitkommen. Wir werden jetzt gleich deinen Kopf untersuchen und dann sehen, was da ist. Genau. So, das ist Mama ist auch ganz voll aufgeregt. Ne? Der besorgten Mutter bleibt gar nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass es eine harmlose Erklärung für Leonies Zusammenbruch gibt. Kurz nach Abschluss der Untersuchung liegen der Kinderärztin die Ergebnisse aus der Radiologie vor. Es gibt keine guten Nachrichten. Hallo. Hallo, Frau Siegmann. Hallo Leonie. So, wir haben da leider schon eben auch einen Befund entdeckt im Gehirn. Ja. Und zwar, meine Güte. Wir haben einen Hirnabszess bei Leonie im Gehirn festgestellt im CT. Das bedeutet, dass sich da einfach eine eitrige Entzündung gebildet hat. Ja. Und dass die drückt jetzt eben auf das Hirngewebe und die löst eben auch diese Beschwerden aus. Ne? Das ist sicherlich dadurch, dass eben dieses Erbrechen, die Kopfschmerzen, die Übelkeit, das ist alles sicherlich damit ausgelöst. Und ursächlich kommt das von einer Nasennebenhöhlenentzündung. Also sie hat anscheinend eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Bei Hirnabszessen ist es unbedingt notwendig, das schnell zu einer Entlastung zu führen, weil es sonst eben zu lebensbedrohlichen Einklemmungen von wichtigen Gehirnteilen führen kann, was dann eben sehr schnell wirklich akut lebensbedrohlich werden kann. Oh mein Gott. Hier so eine ringförmige Struktur ist das groß. Im Gehirn und das ist eben der Hirnabszess. Und das ist definitiv, ist das so eine starke Entzündung, die auf das Hirngewebe drückt, dass wir das auch ganz kurzfristig jetzt operieren müssen. Nein. Wenn wir da jetzt nicht reagieren, wird es immer schlimmer werden und dann wird sie eben auch häufiger diese Bewusstlosigkeit und diese Übelkeit und so weiter entwickeln, sodass es dann eben auch lebensbedrohlich sehr schnell sein kann. Das heißt also, wir müssen jetzt unbedingt akut handeln. Vor der Tür sorgt sich noch ein weiterer Doktor um die kleine Patientin. Ich hoffe, dass dir bald wieder besser geht. Oh, weißt du was, Torben, das hast du genau richtig gemacht. Du hast ganz schnell reagiert und das ist ganz toll gewesen. Danke schön dafür, ja? Mutter und Kinderärztin begleiten das kleine Mädchen bis vor den OP. Im Einleitungsraum übernimmt dann Assistenzärztin Dr. Charlotte Engel, die Siebenjährige. Hast du dir schon einen Traum überlegt? Was ist denn dein Hobby? Was möchtest du gleich ein bisschen träumen? Vielleicht von einer Prinzessin oder von einem Pferd? Damit ich fliege. Ja, super. Schön. Okay. Das kriegen wir hin. So, und damit du jetzt gleich losfliegen kannst, kriegst du hier noch ein bisschen frischen Wind. Dann schläfst du gleich und wir zwei passen ganz gut auf dich auf. Jetzt fängst du mal an, von 10 runter zu zählen. 10, 9. Oh, okay. Das geht ja schnell. Jetzt tun Ärzte und Schwestern alles dafür, den Abszess zu entfernen, ohne das umliegende Hirngewebe zu verletzen. Eine Zerreißprobe für die Mutter. Stunden später ist die OP endlich geschafft. Dr. Magda Kauderbach besucht die kleine Patientin auf der Intensivstation. Hallo. Hallo. Na? Hi. So, die Leonie hat alles gut weggesteckt, muss man sagen. Der Abszess ist ausgeräumt worden. Mhm. Das zweite Antibiotikum läuft schon.
Und sie ist auch gut wach geworden. Sie schläft jetzt einfach noch ein bisschen. Ne? Letztendlich echt ein super Verlauf. Leonies Operation war völlig komplikationslos. Der Neurochirurg und ich waren beide sehr zufrieden und konnten Leonie in einem sehr stabilen Zustand auf die Intensivstation verlegen. Alles fertig. Hast du ganz toll gemacht. Und bist du geflogen wie eine Fee? Ja? Das hatte sie sich ausgesucht als Traum. Genau. Ja. Soll ich denn mal die Mama zu dir holen? Möchtest du die mal sehen? Die freut sich bestimmt auch, wenn sie dich wieder sieht. Ich hole sie mal, ja? Kleinen Moment, ne? Hallo, Frau Siebmann. So, ja, also erstmal ganz kurz. Also es ist alles gut verlaufen. Ach, Gott sei Dank. Die Operation und die Narkose. Ja, und sie danke. Ist jetzt ja schon auch intensiv. Ja. Wenn Sie gerne einmal mitkommen, ja, dann auch können Sie ja mal Hallo sagen. Da freut sie sich dann auch. Hey, Schatzi. Hey, meine Maus. Wie geht's dir? Alles gut? Ja. Oh. Hast du alles überstanden, ja? Ja, sie sieht Hallo. Auch wieder gut aus, ja. Ne? Alles prima. Wir hatten ja mit dem Neurochirurgen noch mal gesprochen, also der hat jetzt diesen verkapselten Eiter gut entfernen können. Genau, jetzt müssen wir gucken, dass sie auf die Beine kommt, aber ich muss ehrlich sagen, wenn sie weiter so fit bleibt, dann kann ich das auch gut vertreten, dass sie in 2-3 Tagen auch auf Normalstation kommt und dann geht alles bald wieder seinen normalen Gang. Dann gibt es auch bald wieder was zu essen. Genau. Und du darfst auch wieder Kakao trinken. Ui. Also Leonie hat die Operation ja sehr gut weggesteckt. Wichtig ist, dass wenn sie sich jetzt wieder richtig erholt hat, dass dann eben natürlich noch die Nasennebenhöhlenentzündung angegangen wird, dass da noch eine kleine Operation stattfindet, dass man da wirklich zu einer Sanierung kommt. Das bedeutet, dass die Öffnungen der Nebenhöhlen erweitert und etwaige Polypen bei der Schülerin entfernt werden. Schon 3 Tage später konnte die tapfere Patientin die Intensivstation verlassen und durfte nach 3 Wochen auf Station nach Hause. Inzwischen geht es dem Mädchen wieder richtig gut.